Wissen Sie, die Politik im Westen sollte sich auch fragen, was bedeutet, wenn der Iran ein freies Land wird? Mhm. Dann gibt es nicht mehr den größten Terrorfinanzierer der Welt. Mhm. Die Hisbollah, die Hamas würden nicht mehr finanziert werden. Es gäbe keinen Krieg mehr im Jemen, es gäbe keinen Krieg mehr in den umgrenzenden Staaten. Es gäbe keinen Assad, der unterstützt wird. Und es gäbe keinen verlängerten Arm Russlands. Denn Putin und Ayatollah Khamenei sind die besten Freunde. Sie liefern sich gegenseitig Waffen und unterstützen sich. Und es gäbe Freundschaft mit Israel. Und das alles kommt nie zur Sprache. Denn bisher hat die deutsche Außenpolitik immer auf Lobbyisten der Islamischen Republik gehört.